Liebe Freunde der CSU, begrüßen Sie mit mir ganz herzlich unseren Jens Spahn. Als Kreisvorsitzender der Mittelstandsunion Bamberg-Land freut es mich, dass unser Mittelstandsunionsmitglied Jens Spahn heute hier ist zu einer Veranstaltung auf Einladung von Melanie Hummel. Die Veranstaltung findet statt zusammen mit dem Kreisverband Bamberg-Stadt und Bamberg-Land. Es macht einen Unterschied, wer ein Land regiert. Wenn wir das gespürt haben, dann noch ganz besonders in den letzten Monaten mit dieser Bundesregierung in Berlin und dann eben im Unterschied mit dem, was auch hier in München, in Bayern, dann in der Politik. Und das in der Zeit, die ich immer mit drei Zahlen beschreibe. Weil ich finde, die gehen ziemlich gut wieder, was gerade los ist. 80, 70, 50. 80% der Deutschen haben kein Vertrauen in die Bundesregierung. 80%. Das ist der schlechteste Wert, den wir jemals hatten. Politikverdrossenheit im Bund, in Bayern, aber auch hier in Franken. Der größte Teil der Bevölkerung ist unzufrieden mit dem, was gerade in Berlin gemacht wird. Was raten Sie dem Bürger, außer am nächsten Sonntag oder bei der Wahl das richtige Kreuz zu setzen? Na, ich würde doch andersrum anfangen. Was rate ich der Politik? Wenn Vertrauen verloren gegangen ist, ist das Beste, um es zurückzugewinnen, Unterschied durch Taten zu machen. Und ich denke, es gibt am Ende so zwei, drei Themen. Das sehen wir ja auch in den Umfragen, das spürt man in den Veranstaltungen, die die Menschen beschäftigen, wo sie Vertrauen verloren haben. Das ist die irreguläre Migration, dass wir Kontrolle verloren haben über das, was da passiert. Das ist die hohe Inflation, dass das Leben teurer geworden ist im Alltag. Das ist die Frage, wo geht es wirtschaftlich hin? Und bei all diesen Themen kann man ja durch Entscheidungen Unterschied machen. Durch Entscheidungen, sichere Herkunftsstaaten, Grenzkontrollen, auch national bei Migration, indem man auch was tut, damit die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Und deswegen denke ich, ist das Beste, genau zu gucken als Bürger. Wo sind nicht die, die mir den Himmel und das Paradies auf Erden versprechen, sondern wo sind die, die ruhig, pragmatisch, Tag für Tag daran arbeiten, dass es besser wird, dass Entscheidungen getroffen werden. Und für Bayern kann ich sicher sagen, tut das die Staatsregierung. Deswegen steht Bayern ja auch so viel besser da als viele andere Bundesländer. 70% sagen auf die Frage, glauben Sie, denken Sie, dass Deutschland auch in 5, in 10 Jahren noch ein wirtschaftlich starkes Land ist, eine der größten Volkswirtschaften der Welt? Nein. Das hat es so in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben, selbst in Zeiten, in denen wir Krisen hatten, wo es wirtschaftlich immer schwer war. Und 50% jeder Zweite hat das Gefühl, er könne selbst im Freundeskreis nicht die Dinge so sagen, wie er sie denkt. Und ich hatte früher Verhältnis, 5 Mann in der Werkstatt, einen im Büro. Mittlerweile ist es 3 Mann in der Werkstatt, 2 im Büro. Das denkt ihr jetzt, dass es gibt. Mein Freund Matthias Grassmann ist der aktuelle Handwerkskammerpräsident hier von Oberfranken. Wenn der für seine Handwerkskammer eine Maschine bestellt für die Ausbildung der jungen Leute, stellt er einen Antrag dafür, damit die bezuschusst wird vom Staat. Bis das genehmigt wird, dauert mindestens 2 Jahre. Für die Handwerkskammer Bamberg, die gebaut wurde, vor 9 Jahren musste er den Antrag stellen. Ja, Herr Grassmann, musste vor 9 Jahren sagen, was wird alles ausgebildet? Leute, in der heutigen Zeit kann ich nicht 9 Jahre vorausschalten, das geht gar nicht mehr. Und das verlangt aber die Verwaltung. Wenn man da nicht irgendwo rigoros karten, hat es keinen Sinn mehr zu. Danke. Für Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das Verrückte ist ja, wir haben ja jetzt gesehen, es geht. Bei den LNG Terminals letztes Jahr an der Nordsee ging es von 6 Monaten von der Entscheidung, bis das erste Gas durchfloss. Jetzt ist das Bauen einer Pipeline und einer Schiffsanlegestelle ist keine Raketenwissenschaft. Das können deutsche Unternehmen, Fachkräfte noch. Das Besondere war ja nicht, dass das gebaut worden ist so schnell. Das Besondere war, dass die Genehmigung so schnell da war. Und das ging deswegen, weil Gesetze verändert wurden. Man hat durch Gesetze, Beteiligungsverfahren, Anhörungsverfahren, Instanzenwege verkürzt und weggenommen und auf einmal geht's. Vielen Dank. Der ehemalige Ministerpräsident Franz Josef Strauß hat immer gesagt, es darf keine Partei rechts neben der CDU/CSU geben. Was kann die CDU, aber auch die CSU tun, um den Parteien auf der rechten Seite den Boden zu nehmen, damit die gar keine Grundlage mehr haben? Was ist da Ihr Rat an die Bürger draußen auf der Straße?
Ja, was wir ja sehen, im Grunde hängt das ein bisschen mit der ersten Frage zusammen, dass viele ja den Protest, auch den radikalen Protest wählen, um einfach Unmut auszudrücken, um zu sagen, ich bin nicht zufrieden mit dem, etwa bei dem Thema Migration, was ihr da macht. Und wer nicht will, dass die Vereinfacher, die Radikalen von rechts stark bleiben, muss man ja leider sagen, oder stärker werden, der muss diese Probleme lösen. Deswegen kann ich die Ampelregierung, kann ich den Bundeskanzler auch nur auffordern, mit uns beim Thema Migration endlich zu Entscheidungen zu kommen, die einen Unterschied machen, die Zahlen runterbringen. Dann kann auch es wieder gelingen, dass die Vereinfacher von links, aber vor allem von rechts, keinen Boden mehr haben. Also gute Politik machen ist die beste Antwort. Danke. Herr Spahn, vielen Dank für Ihren Besuch in Bamberg. Vielen Dank für Ihren Besuch bei 100% Bamberg. Sehr gerne.